Tag auch Leute. Mein kleiner Umweg hat mich heute in die Klassikstadt nach Frankfurt geführt. Ja, das ist so eine Art, ich würde mal sagen, Oldtimer-Aufbewahrungsanstalt mit Kaufgelegenheit für Autofreaks, die allerlei Mobilia, Dienstleistungen kaufen können. Hier gibt es noch ein paar Autowerkstätten, einen McLaren-Händler. Ja, ich hoffe, das vorbeifahrende Auto hat jetzt nicht allzu sehr gestört. Alles klar, ich schaue mich da drin mal um und zeige euch ein paar Bilder, wie es da drin aussieht. Ich finde das ganz interessant. Ich war lange nicht mehr hier. Mal sehen, ob sich was verändert hat. Viel Spaß! Ja Leute, willkommen in der Klassikstadt. Hier gibt es einige Sachen anzusehen. Tatsächlich haben hier noch alle Geschäfte zu, die hier drin sind. Hier ist der örtliche McLaren-Händler. Hier gibt es auch eine interessante Ausstellung. Zum Beispiel hier ein Bohrwerk für Motoren. Und in der Werkstatt ein McLaren, der nicht richtig läuft. Das blinkende Licht. Das liegt natürlich nicht daran, dass das Licht da hinten wirklich blinkt, sondern das liegt daran, dass die Framerate von meinem Handy irgendwie nicht kompatibel mit den LEDs da ist. Ja, hier sind natürlich auch Autohändler, die ihr Zeugfeil bieten. Unter anderem auch hier dieser Hot Rod, würde ich mal sagen. Ein fliegender Teppich. Das Ding wirklich fährt? Wahrscheinlich nicht. Kein Lenkrad. Historischer Produktautomat. Mann, ist das in 60ern oder so? Ja, der eigentliche Witz an solchen Orten ist, dass man sein Sammlerauto zeigen kann, ohne dass man das unbedingt fahren muss. Man kann also tatsächlich einfach in die Glasgarage anrufen und sagen, oh, guck mal mein tolles Auto an. Oder mein Auto steht dort. Das haben die Leute in Bremen nicht verstanden. Ja, der Nachteil an Sicherheit hat Lars ist natürlich, dass man das Ding nicht richtig abfilmen kann.
Einst eine ungeliebte Malerkarre, jetzt gesucht Sammlerstück. 123 Kombi. Ja, das macht einen wirklich sehr, sehr gepflegten Eindruck. Dieses Auto hat angeblich den ersten Lack. Was übrigens hier auffällt, ist, wenn man das mit neueren Autos vergleicht, der Lack ist wirklich glatt. Wenn man das mit dem neueren vergleicht, wird man sehen, neue Autos haben eine Apfelsinenhaut. Elektro gemachter Morgen. Auch witzig. Ja, und hier haben wir noch eine echte 80er-Jahre-Ikone, Ferrari Testarossa. Und hier haben wir einen Jaguar Project 8 mit Linkslenker aus Großbritannien. Kann das sein? Ist doch eher unwahrscheinlich. Hier sieht man übrigens auf Bildern das, was mir bei den Le Mans Classics nicht gelungen ist, nämlich einen Le Mans Start zu filmen. Die Fahrer laufen quasi zu ihren Kisten, schalten den Motor an und fahren dann quasi von der Seitenlinie aus los. Ich finde auch architektonisch dieses offene Treppenhaus sehr interessant. Das war mein Rundgang in der Klassikstadt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Umweg gefallen. Ich fand es hier ganz interessant, war lange nicht mehr hier. So viel hat sich nicht verändert. Ein paar Highlights gab es natürlich auch. Ich fand zum Beispiel den McLaren Spyderdon ganz interessant. Den Mercedes 123 Kombi und ein paar andere Sachen, die man eher selten sieht. Ja, ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, klickt die Glocke. Da lasst mal einen Kommentar. Das ist, also ich vermisse Kommentare, wirklich. Es muss doch Leute geben, die das nicht machen. Ja, ich würde mal sagen, dann bis zum nächsten Umweg. Schaut wieder rein. Tschüss.